Schönen guten Morgen. Ja, es wird Zeit für Normalität. Sehnt ihr euch auch danach? Zeit für Normalität? Ich sehne mich danach. Ich krieg's immer wieder im Wald, hier am alten Kanal in Nürnberg. Luft holen. Schönen guten Morgen. Ja, es wird Zeit für Normalität. Viele sehnen sich danach. Die Zuschriften, die wir erhalten, die sind ja nicht 10.000-fach, sondern 100.000-fach. Schönen guten Morgen. Ja, seit 7 Uhr läuft der Beitrag, ja, manisch tolerant über den Tod hinaus. Und ich denke, wir haben bei der Überschrift nicht übertrieben. Wenn ich sage, dass jemand das noch versucht zu rechtfertigen, wie derjenige, den ihr im Film am Anfang gesehen habt, Heribert Prantl, ist ja durchaus ein gebildeter, einflussreicher Mann, dann frage ich mich, was ist aus diesem Land geworden, wenn man Mord, Vergewaltigung, und ihr habt es gesehen, 700 Gruppenvergewaltigungen im Jahr, 700 am Tag, 2 Gruppenvergewaltigungen, davon die Hälfte Anteil Menschen mit nicht deutschem Pass. Und dann gehe ich darüber hinweg und propagiere für Toleranz und liberales Denken. Ich sage, das ist nicht Toleranz und liberales Denken, sondern das ist Selbstaufgabe, und wir schützen dementsprechend die Menschen, nicht die Schutz suchen, hier Frauen, die auch diesem Leid ausgesetzt sind. Und wenn Politiker, die am Ruder sitzen, in den Länderparlamenten und in der Bundesregierung, und wenn eine Polizei die eigenen Bürger nicht mehr schützen kann, dann frage ich mich, wie weit kann dieses Land gesellschaftlich noch existieren? Wenn ich mir anschaue, dass die Impfkommission in Sachsen die Kinderimpfung entgegen der STIKO, Professor Mertens, empfiehlt für Kinder ab 12 Jahren und sagt, die Datenlage würde ausreichen. Gleichzeitig aber auch der Behandelnde bzw. der Verantwortliche, ich glaube Grunewald heißt er, deutlich sagt, naja, wir haben schon bekannte Nebenwirkungen. Eine der gravierendsten Nebenwirkungen sind halt bei Kindern Herzmuskelentzündung, die in aller Regel einen milden Verlauf haben. Aber glaubt mir, Herzmuskelentzündung in dem frühen Stadium eines Lebens kann zu langfristigen Einschränkungen führen, Thema Herzinsuffizienz. Also ich frage mich, wie lange werden die Bürger noch unterdrückt? Wenn ich mir Berlin anschaue, es kann jeder seine sexuelle Gesinnung ausleben, aber die Bilder, die wir dort gesehen haben, ich weiß nicht, ob das unbedingt für meine Enkel schön ist, wenn man sagt, da kriechen welche mit Masken und mit irgendwelchen Gummibändern im Mund dann auf dem Boden herum und Kinder laufen hinterher. Ich weiß nicht, ob das die Welt von morgen ist, in der sich lohnt, in dieser Form zu leben. Nochmal, es kann jeder seine sexuelle Selbstbestimmung haben, aber wenn es zur Inszenierung wird und wenn diese Inszenierung geduldet wird mit 80.000 Menschen und gleichzeitig sehen wir Bilder in Berlin, wo Menschen, ältere Menschen, Frauen von Rambos in Uniform umgerissen werden, zu Boden geschmissen werden, dann frage ich mich, in welcher Republik wir leben. Dann weiß ich aber auch, wie notwendig unsere Arbeit ist, die wir hier tun. Boris Reitschuster an dieser Stelle nochmal, ich zolle Boris immer ein hohes Lob. Wir achten und respektieren uns beide auf einen sehr hohen Maß. Wenn Bilder von Polizeigewalt zensiert und gelöscht werden in den sozialen Netzwerken, dann frage ich mich, warum wir auf Weißrussland, Belarus schimpfen. Also es sind wirklich Maßgaben. Wir arbeiten hart und ich sage immer wieder danke für eure Unterstützung, dass ihr uns das ermöglicht und dass wir all diese Arbeit im Team machen können. Aber wir bleiben dran. Heute Vormittag zwei tolle Aufnahmen mit zwei Leuten, die kurzfristig dann ausgestrahlt werden. Aber lasst euch überraschen, es kommt einiges. Und ihr habt ja gestern Markus Blenk gesehen, die Söder-Sekte. Jetzt geht es ja sogar schon so weit, dass man vom Abbrechen der Koalition hier in Bayern spricht. Und ich kann den Freien Wählern nur einen Rat geben, lasst die Koalition platzen. Söder ist selbstherrlich, da passt irgendwas nicht. Startet gut in den Tag, wir bleiben für euch am Ball und Zeit für Normalität. Wir müssen sie uns holen, die Politiker geben sie uns nicht. Ich sage danke, passt auf euch auf.